Ja, wir sind hier im Nordosten Wiens, im 22. Bezirk, in der Nähe von Hirschstetten und berichten hier von der Protestbewegung gegen den geplanten Bau der Wiener Stadtstraße und in weiterer Folge des bekannten und umstrittenen Lobau-Tunnel-Projekts. Es gibt insgesamt 4 Camps, die von Aktivistinnen und Aktivisten besetzt werden. Hinter uns sieht man die Baustelle, die geplante Baustelle für die Wiener Stadtstraße und das Camp Wüste. Wir werden uns jetzt noch in das Hauptlager, in das Basiscamp der Protestbewegung begeben und mit den Protestierenden ein wenig sprechen und versuchen herauszufinden, was man sich von den nächsten Wochen erhofft und ob man sich sozusagen schon winterfest macht. Wir sind hier in einem Park, weil hinter diesem Zaun da soll die Stadtstraße kommen und gegen die protestieren wir. Am 27. August hat es dazu eine Demo von Fridays for Future gegeben, von der Hausfeldstraße, wo die Straße ebenfalls verlaufen soll, hierher. Genau, und seitdem ist dieses Camp und es ist sehr erfolgreich und ursprünglich war es für eine Woche geplant und weil so viele Leute gekommen sind, haben wir jetzt die Möglichkeit, es immer wieder zu verlängern. Hier auf dem Plan sehen wir, wo die Stadtstraße verlaufen soll. In Rot eingezeichnet. Die schwarzen Bahnen sind, wo die Tunnel hinkommen. Hier sehen wir den Park, hier bei der Anfanggasse, wo sich das Protestcamp gerade befindet. Und hier die Anschlussstelle an die Tangente, wo die anderen Baustellen besetzt sind. Und hier ist die Hausfeldstraße, die U-Bahn-Station, also die lila markierten Projekte sind hier andere Projekte. Und das, was hier noch fehlt, ist jetzt eben schon abgetragen worden. Ja, und dann vielleicht ist es, glaube ich, so ein Lager, so eine Chill-Ecke oder so. Genau. Hier haben wir unseren Radabstellplatz, genau. Also die Strukturen erweitern sich natürlich immer wieder. Wir sind jetzt schon einen Monat da und wir planen immer, wie kann das Camp noch besser funktionieren. Hier haben wir ein Wohnzimmerzelt sozusagen, wo eine Couch drinnen ist und ganz viele Bücher zum Lesen. Gitarre haben wir normalerweise auch drinnen. Und natürlich auch gut, wenn es dann mal regnet, dass man sich ins Trockene begeben kann. Dann haben wir auch ein Technikzelt, weil wir immer wieder Unterstützung von MusikerInnen bekommen, die dann hier auftreten. Und da haben wir natürlich auch ein Equipment hier, damit wir die Musik entsprechend darstellen können. Und eine kleine Bühne, da wird es auch heute Abend noch Musik geben. Hier in der Mitte haben wir unser Camp, unseren Marktplatz sozusagen, wo immer unser Plenum morgens und abends stattfindet. Und ich würde sagen, wir schauen noch rüber zur Küche. Die hat sich auch schon sehr weiterentwickelt, seit wir hier sind. Das war ursprünglich nur das eine Zelt. Und inzwischen haben wir versucht, das wasserdicht, also regenfest zu machen und abzudecken. Jetzt haben wir ein Versorgungszelt da hinten und ein Kochzelt. Auf den Tischen hier wird immer fleißig Obst und Gemüse geschnipselt. Und auch eine Waschstraße haben wir, wo abgewaschen wird. Und ganz stolz sind wir auch auf unsere Öklos. Das sind die luxuriösesten Dixi-Klos, die ich bisher gesehen habe. Und Duschmöglichkeiten bekommen wir auch von AnrainerInnen, also die lassen sich uns dann entweder bei sich duschen und wir haben natürlich auch eine kleine Campdusche, wir haben ja den Gartenschlauch zur Verfügung und bei der Pfarre haben wir die Möglichkeit, Waschbecken und Klo zu benutzen, das ist dann schon auch angenehm. In der Mitte vom Camp haben wir unsere Müllsammelstation und da helfen uns ebenfalls die AnrainerInnen, die holen das einfach zuverlässig ab und bringen es dann zu den Müllsammelstationen und der Umgebung. Fleißige Helferlein haben hier eine Werkbank zusammengezimmert und wir haben auch verschiedenstes Werkzeug gespendet bekommen. Ich glaube, wir haben hier auch Fahrräder gespendet bekommen, damit wir etwas mobiler sind. Genau, da haben schon Menschen Regale gebaut, auch unser Infostand hat ein eigenes Regal bekommen, damit wir uns einfach gut organisieren können. Ja, also am allerersten Tag, da haben wir uns in 2 Gruppen aufgeteilt und sind dann losmarschiert zur Baustelle. Also ganz wenige haben nur gewusst, wie es eigentlich losgeht, also oder wo es überhaupt hingeht. Und wir haben eben am Vortag erfahren, okay, wir besetzen
diese Baustelle und dann sind wir da hermarschiert in einem großen Trupp. Die einen sind eben vorm Gitter dort gesessen, das sieht man im Hintergrund, also hinter mir. Und dort vorn ist dann eben der erste Bagger angerollt. Die anderen waren eben auf dem Baustellengelände selber. Und dann ist der Bagger angerollt und dann ist er eine losgesprintet auf den Bagger zu und hat sich dann hingesetzt, damit er eben nicht arbeiten kann. Und kurz darauf ist dann auch die Polizei gekommen. Und dann haben wir den Bagger kurzzeitig beschlagnahmt an diesem Montag. Es war die allererste Blockade. Also diese Baustelle, das ist eine sogenannte Vorarbeit. Also im Wald ist es eine richtige Baustelle. Es wird schon die Stadtstraße hier gebaut im Prinzip. Das ist die Autobahnzufahrt und Autobahnabfahrt. Das soll dort auch vorbeigehen. Viele Leute, die dort wohnen, die sind dann halt eben auch direkt davon betroffen. Zum Beispiel auch Fritz KKL, dieses Unternehmen, das da in der Nähe ist. Das befürchtet zum Beispiel, nachdem das dann nicht mehr so eine Straße ist, sondern es ist eine Autobahn. Also jeder, der sagt, das ist eine Stadtstraße, das ist ein reiner Euphemismus. Die Autos fahren dann nur mehr vorbei und dem entgeht dann ganz viel Geschäftskundenverkehr auch. Also das ist der Tripod, der vor allem von Extinction Rebellion gibt es ganz viele Leute, die sich mit dem Klettern sehr gut auskennen und auch immer wieder Kletterworkshops anbieten. Das ist nur einer von vielen Workshops, die es am Camp immer wieder gibt. Und was mit dem Klettern auf sich hat, ist, dass ab einer gewissen Höhe muss dann die Polizei dann ein Spezialkommando kommen lassen, die dann die Leute von dort oben runterholt. Also weil das hat halt mit der Gefährdung der Personen, die da oben stehen, zu tun. Und genau, damit dauert die Blockade halt noch ein bisschen länger. Ja, wir sind jetzt wieder hier im Basiscamp in Hirschstetten eingekehrt und haben auch unser Zelt aufgebaut. Wir werden die Nacht auch hier verbringen. Wurden sehr herzlich empfangen mit Isomatten, mit Abendessen. Es gibt heute auch noch Programm, Konzerte finden statt. Wir werden uns das anschauen und die ganze Reportage lesen Sie dann im Profil. Autoverkehr ist Gott gegeben. Den bringt's nicht weg, der gehört dazu, das ist es wie.